Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch einen Sekthalter bauen. Dies gibt es auch als Weinhalter, aber als Sekthalter habe ich das noch nicht gesehen, ist aber im Grunde genau das Gleiche. Dies ist hier eine Holzbrett oder eine Holzplatte, die ich bearbeitet habe und mit Klarlack versehen habe. Diese könnt ihr dann auf die Weinflasche oder Sektflasche stülpen und dann passend dazu die Wein- oder Sektgläser einhaken. Und ich würde sagen, das ist ein tolles Gimmick, eine tolle Geschenkidee oder einfach mal so ein kleines Projekt zwischendurch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Als Schablone für unseren Weinhalter, Sekthalter, benötigen wir eine Sektflasche und 4 Sektgläser. Diese können wir als Schablone nutzen, um unsere Maße für die Bohrung zu entnehmen. Der Halter selber besteht aus so einem Holzbrett mit den Maßen 15 x 15 cm und dies ist die Holzart Eiche. Mit einem Lineal zeichnen wir uns die Diagonale an. Sprich, ihr verbindet einfach die Eckpunkte miteinander. Und somit habt ihr dann den Mittelpunkt von diesem Stück Holz herausgefunden. Dies ist dann auch unser Bohrpunkt für den Flaschenhals. Und um den Mittelpunkt für ein einzelnes Glas herauszufinden, halte ich einfach das Glas auf das Stück Holz und übertrage den Mittelpunkt von dem Glas einfach auf das Stück Holz. Und somit könnt ihr dann eure 4 Bohrpunkte übertragen. Den ersten Bohrpunkt in der Mitte, um den Halter auf den Flaschenhals einer Sektflasche zu drücken, bohren wir mit einem Forstnerbohrer. Dieser hier hat eine Größe von 30 mm Außendurchmesser. Mit Forstnerbohrer könnt ihr verschiedene Bohrgrößen in ein Stück Holz hineinbohren. Ihr könnt so einen Forstnerbohrer auch in einer Bohrmaschine einspannen oder in einen kräftigen Akkuschrauber. Dies geht genauso gut, also ihr braucht nicht unbedingt eine Standbohrmaschine wie hier im Bild. Das passt doch schon mal sehr gut. Und nun können wir die anderen 4 Bohrungen bohren. Hier habe ich einen 15 mm Forstnerbohrer verwendet. Um jetzt mit der Schmiege den Übergang zu zeichnen. Und zwar muss das Sektglas ja irgendwie in das Loch hineinbekommen. Und deswegen zeichnen wir uns jetzt mit einer Schmiege, die auf 45 Grad eingestellt ist, links und rechts den Sägeschnitt an. Nun könnt ihr das Ganze mit einer Stichsäge aussägen oder mit einer Dekupiersäge oder einer Laubsäge. Ich verwende jetzt hier eine Bandsäge. Eine Bandsäge ist am idealsten für so ein Projekt. Was mir gerade spontan einfällt, ihr könnt natürlich auch einen Kreis mit der Bandsäge aussägen und dann ringsherum das Ganze mit Sektgläser bestücken. Das sieht bestimmt auch klasse aus. Bevor wir aber nun den Sekthalter schleifen und lackieren, fräsen wir erstmal an jeder Kante eine Rundung an. Dies rundet förmlich den Halter schön ab und die Sektgläser haben einen besseren Halt. Aber dazu müsste die Oberfräse erstmal an den Stromkreis angeschlossen sein. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Das Werkstück ist fast vollbracht.
Nun müssen wir das Ganze noch einmal ordentlich schleifen. Pardon. Erstmal müssen wir natürlich mein Logo hineinbrennen mit meinem neuen Brandeisen. Sehr schön, das kann sich doch wirklich sehen lassen. So, und nun können wir die Oberfläche behandeln bzw. schleifen. Ich verwende jetzt hier einen Exzenterschleifer und anschließend nehme ich einfach loses Schleifpapier, um die Brandstellen von der Oberfräse bzw. von den Rundungsfräser zu entfernen. Diese kleinen schwarzen Brandstellen entstehen durch den Fräsen, wenn ihr zum Beispiel mit der Oberfräse einen kurzen Moment stehen bleibt. Nachdem wir dann das Werkstück gründlich von Schleifstaub entfernt haben, können wir auch schon loslegen mit dem Lackieren. Ich verwende jetzt hier ein Zwei-Komponenten-Klarlack und sogenannte Lackierdreiecke. Auf diese könnt ihr dann das Werkstück problemlos stellen und es lackieren. Aber genaueres erkläre ich euch hier oben rechts im Bild in diesem Video, wie ihr eine Holzoberfläche lackieren könnt. Da seid ihr ja schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese kurze Anleitung gefallen. Also wie man sieht, ich trinke eher Bier als Wein oder Sekt. Was trinkt ihr am liebsten? Und noch eine Frage, trinkt ihr mal ein Feierabendbier? Schreibt es mal unten als Kommentar hin, würde mich stark interessieren. Ich trinke ab und zu mal ein Bier, wenn ich jetzt hier einen ganzen Tag verbracht habe, so als Abschluss. Ja, aber ansonsten in der Woche, wenn ich zur Arbeit gehe, da sehr selten. Hier ist das nächste Video von mir. Hier ist der Abonnierbutton. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würden mich darüber riesig freuen. Des Weiteren könnt ihr dieses Video auch teilen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lecker, lecker.